Feierstunde in Berlin-Mitte. Nach 5-jähriger Umbauzeit ist das Rahel-Hirsch-Center für translationale Medizin eröffnet worden. Charité und BIH zusammen. An einem Ort, der auch von besonderer architektonischer Schönheit, aber auch von einer sehr großen und gut durchdachten Nutzbarkeit geprägt ist. Das ist das Rahel Hirsch Center for Translational Medicine und wir sind stolz darauf, dass wir es heute eröffnen können. Neben dem Land Berlin beteiligt sich auch der Bund an der Finanzierung des neuen Zentrums. Es ist uns unwahrscheinlich wichtig, dass es beispielgebend ist, national und international, und dass auch die Ergebnisse aus der Forschung dann Eingang finden in ganz Deutschland. Und deshalb freue ich mich, dass es hier gelungen ist, eine solche Zusammenarbeit aufzusetzen, die zentral wichtig ist aus unserer Sicht. Und ich freue mich sehr darauf, dass sie es erreichen werden, national und internationales Vorbild zu sein. Grundgedanke der Translation: medizinische Forschung schneller an die Patientinnen und Patienten zu bringen und noch mehr. Zum lernenden translationalen Ökosystem des Rahel-Hirsch-Centers werden auch Beobachtungen und Fragestellungen aus der behandelnden Praxis gehören und hier neue Forschungsideen anstoßen. Es entsteht eine neue Innovationstreiberin aus der Vernetzung von ExpertInnen, für die die Berliner Wissenschaftslandschaft bekannt ist und die sie so erfolgreich macht. Das Rahel-Hirsch-Center hat seine Heimat in einem ehemaligen Operations- und Intensivtrakt der Charité aus den 80er Jahren gefunden und ermöglicht heute Forschung auf Weltniveau. Heute sind wir zusammen wegen eines Meilensteines in diesem Prozess, nämlich der Eröffnung des Rahel-Hirsch-Centers direkt neben dem Bettenhochhaus der Charité. Und ich finde es besonders charmant, wenn man von den Plätzen nach oben guckt, dass man die oberen Teile des Hochhauses sieht, weil man unmittelbar benachbart ist, gemeinsam an einem Raum arbeitet. Und bei aller Digitalisierung ist die Tatsache, dass man sich persönlich sieht, eine andere Qualität, die enorm wichtig ist aus meiner Sicht, die räumliche Nähe als bedeutender Faktor, um Translation wirklich zu machen. Enge Netzwerke bilden, kurze Wege nutzen. Das Rahel Hirsch Center wird der zentrale Begegnungsort für Translationsforschung im Herzen Europas. Wir wollen auch der Community nutzen, der Forschenden. Das ist sehr wichtig und wir sind auch sehr interessiert daran, die Interaktion mit Industrie und anderen notwendigen Playern, die für Innovation notwendig sind, voranzubringen. Dafür stehen wir und dafür wird dieses Gebäude hier ein ganz entscheidender Meilenstein. Benannt ist das Gebäude nach Rahel Hirsch, vor 110 Jahren erste Medizinprofessorin in Deutschland, später als Jüdin von den Nazis verfolgt und nach Großbritannien geflüchtet. Bei der Feier in Berlin mit dabei ihre Großnichte, die Medizinprofessorin Eva Orbermann, die extra aus London angereist ist. Ich bin sehr stolz und sehr dankbar. Es ist fabelhaft, dass dieses große Gebäude wird noch jahrelang ihr Namen halten. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Im Rahel Hirsch Center werden Forscherinnen und Forscher künftig auf rund 15.000 Quadratmetern arbeiten, eng verzahnt mit dem klinischen Betrieb der Charité. So wird das neue Zentrum dafür sorgen, dass BIH und Charité ihrem Anspruch noch besser gerecht werden und aus Forschung Gesundheit wird.